Chapter 4 hat begonnen, neue Map, alles neu. Storytechnisch geht's natürlich direkt weiter. Die Geschichte rund um Kim, Geno, IO und den Sieben. Was ist davon übrig geblieben? Wir müssen jetzt erstmal Kontakt mit Paradigma aufnehmen. Paradigma hat ja immer noch überlebt, obwohl die im Live-Event so getan hat, so von wegen, ja, tschüss, adios, ne? Adios, vamos. So, eine der ersten Aufgaben ist es, dass wir dir die verschlüsselten Nachrichten einsammeln sollen. Und das mache ich jetzt erstmal. Die sind ein bisschen quer verteilt, deswegen. Auch wenn das Video etwas älter ist, weil jetzt so viel Content durch Chapter 4 angekommen ist, nochmal aktuellster Stand. 192 Stunden am Stück live. Heute ist der 9. Tag. Wir sind 8 Tage durchgängig live. Und immer noch ein dickes Handherz für den absolut insane Support. Wir haben Sub-Rekorde geknackt, fast 1,8 Millionen Zuschauer, ne, insgesamt jetzt in den letzten Tagen gehabt, wo die Leute draufgeklickt haben auf Twitch und so weiter. Mega Support, Kuss geht raus, auch auf YouTube natürlich, auch an den letzten Videos. Vielleicht ist heute der Finish, vielleicht läuft heute der Tag ab. Seid heute vielleicht nochmal auf Twitch dabei für einen großen Abschluss bis ins Wochenende. Aber wir haben noch ein paar richtig nice Videos, die auf uns zukommen. Ne? Da kommt noch ein Story-Video zu Geno raus. Dieses Story-Video dreht sich um Kim, ne? Und den Story-Aufgaben, die jetzt schon seit Season-Launch verfügbar sind. Ne? Und natürlich, wenn ihr das Ganze supporten wollt, einfach das komplette Video durchgucken. Like-Button, wenn ihr das irgendwo empfohlen bekommen habt. Abo-Button natürlich genauso, wenn ihr nichts verpassen wollt in nächster Zeit. Und erstmal schauen wir mal an, was Kim so plant und ob sie die Weltherrschaft an sich reißt. So, und jetzt sind wir hier bei der Brutal Bastion. Das ist ja eigentlich, glaube ich, der Heimatort von Paradigma. Das wurde ja aus ihrer Realität rausgerupft. Ne, deswegen hat das so ein bisschen anderen Stil. Ganz schön düsterer Stil, muss ich sagen, Paradigma. Ich dachte, das wäre voll das hochentwickelte Volk, das Roboter steuern kann, aber nee. Sie wollte, dass wir diese Kiste Steine zum Steinbruch bringen? Lebensformen sind komisch. Vielleicht verstehe ich euch nicht, aber eure Skelette finde ich toll. No. Vor allem die Schienbeine. Kim. Da niemand der Sieben mehr hier ist, werde ich meine primäre Anordnung nach dieser Sache erfüllt haben. Und dann kann ich tun, was immer ich will. Oh. Ey, wenn Kim nicht hier der neueste Bösewicht wird, dann weiß ich auch nicht. Oh, die Aufgabe hat irgendwie die Leute scannen lassen. So, Kiste eingesammelt. Und adios. Als Sex haben wir, du hast Paradigma gehört, bring diese große Kiste voller Steine zur großen Grube voller Steine. Ha, was ein Ding, Alter. Alter, mit Raytracing sieht es nochmal ein Ticken besser aus. Man kann nicht sagen, was, aber die Schatten sind nochmal detaillierter, cleaner. Beleuchtung ist nochmal ein Ticken besser. So, eine Kiste voller Steine. Bringen wir zu der Kiste voller Steine. Oh, nö. Lass mich wenigstens platzieren, danke. So, dann wollen wir mal wieder Kim kontaktieren. Ne? Kim auf einmal der wichtigste Charakter geworden. So, mir nichts, dir nichts. Aber Feuerschale aktiviert. Ich habe jetzt einen freien Willen und den werde ich nicht benutzen, um die Menschheit zu vernichten. Nein. Ich bin nicht wie die ersten drei Kim-Prototypen. Nee, natürlich nicht. Ich habe nicht mal einen Ausschalter. Das ist gut. Keine Sorge, ich suche mir ein Hobby, bei dem ich dir dabei zusehe, wie du alles kinetische Erz zerlegst. Mhm. Ja, das ist gut zu wissen, Kim. Ich vertraue dir voll. Alle meine Hobbys vertrauen Kim. Rohrerz abgebaut und für Kraftstoff verwendet. Aber die eben abgelieferten Steine wurden irgendwie raffiniert. Ihr Potenzial ist um Längen größer. Mit genug von dem Zeug könnte eine uneingeschränkte KI aus der ganzen Insel einen Existenzmodi mixen. Wenn sie wollte. Also ich nicht. Ich bin viel zu cool für natürlich sowas. So, nächste Feueropferschale für Kim. Erzähl mir deine Weisheiten. Ich habe mich mal mit ein paar Scans von diesen ominösen Dateien, die ich im Schlaf erstelle, abgelenkt. Dieses kinetische Erz gab es nicht auf unserer alten Insel, aber hier liefert es Energie für alles Mögliche. Aha. Spüre Ausrüstung auf. Mal sehen, was die hier drauf hat. Direkt Hammer, Jackpot. Zack, aber kein Dialog, ne? Doch. Gleich 150 Meter. Nice. Ach komm, als ob mir 8 Meter fehlen, ey. Ja. Verständlich, warum sie dieses Erz für alles verwenden. Es ist kraftvoll und beständig. Genauso wie ein Versprechen. Oder wie ein Rachefeldzug. Der Besitzer des Steinbruchs
lebt bestimmt in der Burg. Das perfekte Ziel für einen Rachefeldzug. Oh ja. Für einen Freundschaftsbesuch. Keine Sorge. Ja, Kim, du willst auch nicht die Menschheit unterjochen und so weiter, ne? Schon klar. Schon klar. Okay, der Besitzer des Erzes ist in der Burg. Und das ist der zeitlose Champion. Und die Geschichte hinter diesem zeitlosen Champion ist absolut insane. Da werde ich auch noch ein Story-Video zu machen, um die einzeln besprechen, was Geno betrifft. Ne? Das ist ja Geno in dem Sinne. Hier, aber anhand der Story-Aufgaben scheint es ja wirklich so zu sein, als ob die 7 wirklich komplett zu Ende ist. Ne? Also wirklich Ende, Ende, Ende. Ende Gelände. Paradigma ist zwar im Trailer, haben wir ja gesehen, dass sie noch auf die Insel geflogen ist, wie so Tau Bai Bai mit seinem Baumstamm. Bei Dragon Ball ist sie mit dem Eisberg hier dran geklatscht. Aber prinzipiell ist die Story anscheinend mit denen wirklich aufgebraucht. Und sie hat ja auch gesagt, das ist jetzt dein Kampf. Und von Jones sehen wir auch nichts. Es ist nur noch Kim über. So kompletter Reset oder sowas. Kompletter Reset der Story oder sowas, ne? Fühlt sich an. Und nicht umsonst vielleicht auch ein neuer Anfang. Alle Charaktere und so weiter haben ihre Bestimmung erfüllt. Ich hoffe mal, wir sehen noch Jones und ein bisschen was von ihm, was jetzt passiert ist, ob er die Legende wurde oder nicht. So. Ich habe interagiert. Erzfeind. Ich habe unser Steingeschenk aufgespürt. Irgend so ein Rittertyp untersucht es. Hab ihn kontaktiert. Aha. Und er so: Euer Geschenk ist faszinierend, aber wisst ihr auch, was ihr uns da gegeben habt? Anscheinend will er, dass du gegen seinen Boss kämpfst. Eine nette, beruhigende Abwechslung, stimmt's? Warte mal. Sie hat das einem Rittertypen gegeben und der hat gesagt, weißt du, was du mir da gegeben hast? Und der will, dass wir gegen seinen Boss kämpfen, right? Es ist der größte Anime-Fight in Fortnite. Was? Ah! Ah! Oh oh. Es fängt an schon mit Schwert zu schießen, Alter. Bring hier ein Schwert zu einem Hammerfight, Mann. Und der Finisher! Schade. Bam! Zu schade, dass ich dir ohne Körper nicht helfen konnte. Oh, schade. Meinte, dass kein Material stark genug sei, um mich zu bändigen. Oh. Es sei denn, ich kann ein experimentelles Exoskelett aus diesem Erz bauen. Was die natürlich nicht macht, ne? Ich lege mich von, du weißt schon, der Menschheit ab und dann haben wir Zeit, um alles zu bereuen. Oh oh. Hilfst du mir, meinen Körper zu bauen? Oh oh. Ich glaube, das wird nicht gut gehen. Entweder wird Kim die absolute Superwaffe für uns. Oder die absolute Zerstörung und dann ist die Realität und die Insel wieder kaputt. Eins von beiden. Das war aber ein epischer Fight gegen den Champion. Die Story in Fortnite kurbelt los. Ich hoffe mal, seid gespannt, wenn die kommen. Auf der rechten Seite findet ihr jetzt noch weitere Secrets oder andere Videos, die ihr gerne reinhauen könnt. Like-Button und gebt mir Flosse. Lapp.